Und damit willkommen zu einem neuen kleinen Guide auf meinem Kanal. Diesmal geht es um das Geheimnis des Gewölbes. Das ist in der Erfolgskategorie Stadt Neukaineng zu finden und bezieht sich dabei, dass in Altkaineng Bücher versteckt sind. Und wir werden die finden. Ich werde auch mal die 7, die 9 wieder aufsuchen. Und ja, dafür gibt es am Ende 5 Erfolgspunkte. Schauen wir uns das Ganze mal an und natürlich wird es wieder alles vorgelesen. Das erste Buch finden wir, indem wir einfach in der Mitte ins Wasser springen, nach Norden gucken, relativ direkt unter diesem Träger. Und da sehen wir vorne, neben diesem Turm, an der linken Seite, Buch von Juva und Dalnim, Band 1. So, ich besiege erstmal den Gegner, dann lese ich vor. Dalnims Feldnotizen, Seite 1. Mina schickt mich, um eine Bruderschaftsagentin bei Visuna zu beobachten. Sie hat einen Blumenladen in der Nähe des Hauptquartiers. Ihr Name ist Juva. Ihre Eltern sind Handlanger von Reisen. Hochadel der Jade-Bruderschaft, nehme ich an. Mina ist nicht sicher, ob sie durch den Laden unsere Bewegung überwachen, aber ich soll herausfinden, was da vor sich geht. Ich denke, das ist meine Strafe dafür, dass die Aktion in Wajun aus dem Ruder gelaufen ist. Hyuk hat auf eigene Faust gehandelt und dafür kann ich nichts. Es war eine dämliche Idee und wo sind sie jetzt? Sie liegen im Dreck. Es ist nur schade, dass er ein paar Unschuldige mit sich gerissen hat. Jedenfalls, bis jetzt hat sich nichts ergeben. Nur Leute, die Blumen kaufen. Rote Sonnenblumen haben anscheinend Saison. Nachdem wir das erste Buch gefunden haben, drehen wir uns einfach um. Hier hatten wir ja den Beherrschungspunkt schon geholt. Und schauen hier gleich nach links. Und hier liegt schon Buch von Juva und Dalnim, Band 2. Geht nachts nicht alleine aus. Bürger von Kaineng. Größtenteils veranlasst durch die wachsende Angst angesichts der Gewalt zwischen den örtlichen Banden der Ampha und Jadebruderschaft, erwägt das himmlische Ministerium, in den folgenden Bezirken der Stadt eine vorübergehende nächtliche Ausgangssperre zu verhängen. Vizuna-Platz, Wajun-Bazar und Bukdek-Seitenweg. Dies ist eine direkte Reaktion auf den Vorfall im Wajun-Bazar letzte Woche, wo am Marktplatz 8 Personen ums Leben kamen. Es stellte sich heraus, dass 6 der Opfer Bandmitglieder waren, während es sich bei den anderen beiden um unbewaffnete Zivilisten handelte, die versehentlich ins Kreuzfeuer geraten waren. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch nicht bekannt, doch solche Gewaltausbrüche werden keinesfalls geduldet. Während die Ermittlungen laufen, seht euch bitte bei euren täglichen Aktivitäten vor, Entschuldigung, und vermeidet unnötige Aufenthalte in der Öffentlichkeit. Mögen die Flammen uns leiten, unterzeichnet Minister Zahl. Von der Stelle des zweiten Buchs aus schwimmen wir einfach hier rüber. Da oben hatten wir Band 1 gefunden und hier sehen wir durch den Durchgang schon hervorluken. Band 3. Dalnims Feldnotizen, Seite 4. Wusstet ihr, dass rote Sonnenblumen in Xingjia heimisch sind? Sie wachsen auf einer Wiese unweit von Sendaijun. Man kann sich kaum vorstellen, dass so etwas Schönes an einem so lebensfeindlichen Ort gedeiht. Juva hat mir das erzählt. Sie begibt sich jedes Frühjahr dorthin, um sie selbst zu pflücken. Sie sagt, es seien ihre beliebtesten Blumen. Wer hätte das gedacht? Ich mache es ja nur für meinen Auftrag. Sie näher kennenlernen, meine ich. Nachdem ich eine Woche lang den Laden beobachtet hatte, war mir nichts Besonderes aufgefallen. Deshalb beschloss ich, mir das Geschäft näher anzusehen und ging hinein. Es duftet nach Orchideen und selbstgekochten. Sie hat eine winzige Wohnung hinten im Laden. Ich kam mit einem Blumenstrauß und vollem Magen wieder heraus. Sie ist sehr freundlich. Gar nicht wie eine Erbin der Jadebruderschaft. Ich kann mich ja irren, aber... Oh, verliebt sich da jemand etwa? Und Band 3 aus geht es dann hier weiter. Leider mit einigen Entfesselten. Ich werde die dann gleich töten, nachdem ich... hier mich drum gekümmert hatte, euch zu zeigen, wo das Buch ist. Und zwar schwimmt ihr hier runter. Und seht in diesem kleinen Durchgang Buch von Juva und Dalnim, Band 4. Schauen wir uns mal an. Juvas Tagebuch, Seite 3. Dalnim ist heute zurückgekommen. Ich habe Suppe gekocht.
Ah, sie liebt meine Suppe. Mein Gesicht war sicher puderrot. Sie hat etwas an sich, das ich nicht ganz einordnen kann. Etwas Raues. Ich hatte sie schon früher in der Stadt gesehen und ich will auch keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich erkenne die Amphar, wenn ich sie sehe. Ihr Selbstbewusstsein, ihre Narben. Ihnen gegenüber sieht die Bruderschaft aus wie ein Haufen Kleinkriminelle. Was ja aus meiner Sicht auch nicht ganz verkehrt ist. Mit einem solchen Leben will ich nichts zu tun haben. Ich habe gesehen, was das mit Papa gemacht hat. Ich erkenne ihn überhaupt nicht mehr wieder. Aber vielleicht kann ich mich vor diesem Leben nicht länger verstecken. Nicht bei all dem, was jetzt vor sich geht. Die Angriffe, die Intrigen. Siehe. Von Band 4 aus schwimmen wir etwas höher. Und zwar durch diesen Durchgang hinein. Wenn man hier hochschwimmt, sehen wir Band 5 auf der rechten Seite. Buch von Juba und Dalnim. Seite 5. Sie saß auf dem Tresen, als ich es ihr sagte. Es war ein ruhiger Nachmittag, ohne Kundschaft. Sie hat mich erstmal nur eine Weile angestarrt. Ich wusste nicht, was sie wohl dachte, aber ich habe ihr alles erzählt. Relativ kurze Seite. Von Bahn 5 aus, wenn wir dann wieder auf die Seite zurück, wo wir vorhin schon waren. Und zwar etwas tiefer, das heißt, wir sind ja von oben gekommen und dann hier reingeschwommen. Ich muss sozusagen wieder nach Norden durch. Wir müssen natürlich wieder einen erledigen und dann haben wir hier Bahn 6. Dalnim, nachdem ich euren Feldbericht gelesen habe, weiß ich, dass Juva für uns kaum ein oder gar keinen praktischen Nutzen hat. Ich möchte, dass ihr sie beseitigt, postwendend. Ich denke, dass der Eindruck ihres Todes die Jadebruderschaft mehr aufrütteln wird, als die wenigen Informationen, die sie uns liefern könnte. Sagt mir Bescheid, wenn ihr das erledigt habt. Und seht zu, dass es weh tut. Aber nicht zu sehr, Mina. Oh, gemeine Befehle von der Mina. Nun von Band 6 aus müssen wir Richtung Band 7. Da drehen wir wieder um, hier an Band 4 vorbei. Und sehen geradeaus hier auf dem Boden Band 7 liegen. Zwischen den Steinen. Und können auch das lesen. Jubas Tagebuch, Seite 12. Ich wollte immer schon weg aus Kainäng. Es war traurig, den Laden aufzugeben. Aber ich kann ja überall einen neuen aufmachen. Sogar in Elona. Ich möchte noch andere Orte außerhalb von Kanta sehen. Ich bin ja fast nie aus der Stadt rausgekommen. Wir haben in der Unterstadt ein verlassenes Gewölbe gefunden. Ich glaube, es hat mal der Königsfamilie gehört. Hier drin gibt es kaum noch was außer ein paar verschlossenen Truhen und alten Wandbehängen. Dalnim hat einen Nekromanten gefunden, der zustimmte, die Tür zu versiegeln. Sie hatte noch einen Gefallen bei ihm gut. Nicht so überraschend. Sie muss noch ein paar Dinge regeln, bevor wir aufbrechen. Aber ich verstecke mich hier drin, bis wir los können. Irgendwohin, wo es keine Jadebruderschaft gibt und keine Amphar. Keine Ministerien, die uns Vorschriften machten. Nur wir zwei. Dalnim und ich. Naja, und vielleicht schaffen wir uns eine Katze an. Nachdem wir Band 7 gefunden haben, drehen wir uns um und schwimmen hier einige Ebenen nach oben. Und finden dann auf der linken Seite, wenn ihr hier guckt, ungefähr von der Pagode aus, ist das genau auf einer Höhe, hinter der Wand versteckt, Band 8. Dalnims Feldnotizen, Seite 10. Ich habe Mina erzählt, Juva sei tot, dass ich sie bei Napui in die Bucht geworfen habe, damit ihre Leiche nahe der Basis der Jadebruderschaft angeschwemmt wird. Das gibt uns genügend Zeit, uns auf etwaige Racheakte der Bruderschaft vorzubereiten. Außerdem haben Juva und ich dadurch ausreichend Zeit, die Stadt zu verlassen, bevor alles auffliegt. Bevor irgendjemand merkt, dass Juva und ich verschwunden sind. Wir brechen morgen Abend auf, zunächst nach Xingjia und dann vielleicht per Boot nach Tyria,
Juva möchte unbedingt nach Elona, aber ich würde gern alles sehen. Ich möchte ihr die ganze Welt zeigen. Nachdem wir nun Band 8 gelesen haben, fehlt nur noch ein Band. Dazu schwimmen wir wieder waagerecht zurück auf der gleichen Höhe und sehen hier diese eine Säule. Da schwimmen wir durch diesen Durchgang, diesen Querbalken und wenden unseren Blick an die rechte Wand und haben hier Band 9. Andalnim, ich liebe dich ebenfalls. Wir werden einen Weg finden. Deine Juba. Damit haben wir nun alle Bände gefunden und haben hier mit diesen 9 jeweils eine Geschichte erfahren von diesen beiden und 5 Erfolgspunkte abgestaubt. Alles relativ schnell zu erledigen in diesem Gebiet hier. Die erweckten Nerven vielleicht ein bisschen, wenn ihr euch das etwas genauer durchlesen wollt, aber ich hoffe, der Guide konnte helfen. Ansonsten noch viel Spaß mit End of Dragons. Euer Landetor. Tschüss.